Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 1. Und ich dachte mir, komm, laufen wir schon mal raus und sparen schon mal ein bisschen Weg. Dafür möchte ich aber noch irgendwelche Steine hier mitnehmen. So, irgendwelche Steine, genau. Uran vorkommen, komm. Holen wir uns ein bisschen Uran. Ernsthaft, das haben die auch durch das Minispiel gelöst. Ach, Leute. Hätte ich jetzt etwa, wenn ich das Minispiel verkackt hätte, das Uran nicht gefunden, oder was? Ach, wenn das steht, heißt, dass du so gefunden bist. Okay. Sehr interessant, sehr interessant. Sieht man sich doch ein bisschen... Naja, okay. Die ein oder andere Schwäche darf Mass Effect ja auch haben. Bis auf zum Beispiel Charakteranimation. Und durchaus so eine kleine Logik. Was so? Komm. Danke. durch so eine kleine Logiklücke in den Charakterverhalten. Sowas wie: ich bin total dagegen. Ach, Shepard redet mir gut zu. Jetzt bin ich total dafür. Aber wo ist der fucking Eingang? Blub. Weil mich so oft speichere, ganz einfach. Sollte ich sterben. Sterben. Oh nein, die. Hey. Los, geht's los. Hier, viel Spaß. Achtung. Ich glaube. Tali, du bist auf Pistole geskillt. Ich glaube, du machst wahrscheinlich sogar mehr Schaden mit der Pistole. Was? Wieso greifen die mich an? Ach, Leute. So war das nicht gedacht. Hallo, danke. Ui, und hier sind das Kerle. Haben die irgendwie Geschlechter getrennt? Das ist aber ganz schön von euch. Boah, du lauf nicht weg vor mir! Los. Ich. Danke. Zwei. Genau. Los. Lalala. Ach, komm. Was? Gibt es keine Spürung, was von. Kohamu, was ist das? Welche Cerberus-Schrecken wir wohl in der nächsten Basis finden? Alle? Wie hieß es nochmal? Die Frau aus Mass Effect 2? Ich hab's vergessen. In Mass Effect 2 kannst du ja, also Mass Effect 2 wird ja... Klar, es ist der Nachfolger und sollte... What the fuck, 6 Medigel? Und das sollte für alle klar sein, dass Mass Effect 2 nicht so wie Mass Effect 1 ist. Mit anderen, durchaus anderen Charakteren. So viel darf ich ja wohl spoilern. Es gibt andere Charaktere in einem anderen Spiel. Jetzt werden wir wahrscheinlich alle abgeschaltet haben. Zu viel Spoiler. Und ja, eine davon. Die hatte einen Namen. Stellt euch vor. Die Sache ist die, ich will eigentlich nicht zu viel spoilern, weil ich nicht weiß, wie viel, ob hier nämlich der ein oder andere wirklich neu zuguckt, also das nicht kennt, Mass Effect. Und sowas neu zu gucken oder zu erleben, ist immer halt das Beste. Deshalb, also zum Beispiel das erste Mal Game of Thrones gucken. Bombe. Bombe. Auch wenn ich jetzt noch mal ein paar weitere Male gucken werde, wahrscheinlich nur komplett durch. Ich habe auch immer versucht, mit anderen Menschen da einzusteigen. Also nochmal neu einzusteigen. Die wollten irgendwie dann nur noch zwei, ein paar Folgchen nicht. Hat ihnen wohl nicht gefallen, aber mir gefällt es immer noch.
Und ich fand das Ende auch nicht so schlimm, wie alle sagten. Die letzte Staffel finde ich nicht so schlimm, wie alle sagen. Hui, hui. Da fand ich die neuen Star Wars Filme schlimmer. Viel, viel, viel schlimmer. Oh, guck mal, noch mehr Steine zum Entdecken. Komm, Steine sind wichtig. Wir brauchen Steine. Es ist anscheinend ein sehr steinreiches Gebiet hier. Gibt's die da oben? Ein Stein. Hey? Hey. What the fuck? Da, Steine. So. Ja, Kunden. Erstmal wieder hacken. Ach, komm schon. Mineralien gefunden. Cool. Alter, ich verdiene hier so viel Asche. Ich frage mich, was ich mit dem... Ich glaube, mit dem Geld kann ich ja echt nichts machen. Also doch, ich kann schon was machen, aber es lohnt sich halt mit dem Mass Effect nicht. Das war jetzt ein Fehler. Okay, gut. Doch nicht so fehlerig. Ja, diese VI-Mission hat mich mit dem Speichern bei solchen größeren Missionen total kaputt gemacht. Nicht lustig. Ich find's lustig, wenn man schon Teaser auf den... Oh. Los, los, los! Komm. Nimm das! What the fuck? Seit wann? Au. Steh auf, Shepard! So, ich möchte einfach mal ein bisschen weniger. Es ist ja offiziell immer noch ein Deckungsshooter, ne? Zack. Haben wir jetzt alle? Achtung! Nix da, Achtung! Ich werde dich gleich Achtung infizieren! Hat ein Scharfschütze so viel Leben. Verzeihung, da muss ich ganz kurz niesen. Nur noch ein letzter Halt, Shepard. Das sind wir Kahoku schuldig. Ui, das ist der Admiral. Das ist nach dem Putz finden keiner, aber was? Trotz der wilden Bestien. Was ist denn? Er leistet keine Spürung von Verletzungen auf Nadel und Schicht in Zeit machen. Lass noch eine andere Todesart schließen. Bei der Göttin. Es ist Admiral Kahoku. Cerberus muss ihn aufgespürt haben. Einfach so eine Admiral umgebracht. Im Übrigen, eigentlich ist Cerberus... Ich hatte eher das Gefühl... dass Cerberus ein Privatunternehmen ist. Gibt es überhaupt in Mass Effect Privatunternehmen? Klar, muss es doch. Ist doch ein amerikanisches Spiel. Gibt es doch immer Privatunternehmen. Aber das müsste man echt mal... würde ich echt gerne mal so analysiert sehen, welche... Was meistens schlimm ist, also klar, Feindbild ist dann meistens immer die Chinesen oder die Russen, wenn du dann solche Feindbilder nimmst. Aber wer öfter das Böse ist, entweder alles nehmen, entweder der
Warte mal, Liara? Ich glaube, die ist eh schon top ausgerüstet. Ja, hier. Ach, die auch. Okay. Liara, hast du nun... Genau, sie kann ja nur leichte Rüstungen tragen. Bringt gar nichts. Bringt alles nix. Nix. Vor allem, warum habe ich so... Achso, das ist ein anderer. Hast du irgendwie eine interessante Rüstung für dich? Wir haben überhaupt keine für Tali. Okay. Haben wir eine interessante Rüstung für uns? Nö. Wir haben eh eine schwere Rüstung. Ja. Ich glaube, die können wir ja zum Beispiel noch zum Universal geben. Naja. Ich wollte hier rein. Und zwar haben wir das jetzt mit Servos fertig. Ja, Servos ist fertig. Nein. Wir wollen vielleicht... ist jetzt die Frage... Wettlauf gegen die Zeit. Genau, die Röhre. Da suchen wir sie, die Röhre. Ich will aber eher das da. Noveria. Wir machen uns wenigstens noch in dieser Folge auf nach Noveria. Okay. Ich glaube, hier ist das, ne? Und plopp. Ich glaube, wenn das wirklich ein echter Wettlauf gegen die Zeit wäre, hätten wir das schon lange verloren. Weil wir halt noch... Hoppala, wenn wir alles Mögliche noch erkunden. Haben wir schon alles erkundet? Waren wir hier schon? Kann das echt sein? Ich glaube, wir waren hier echt schon mal. Ach, die Welt! Und er verändert sich! Plopp, plopp! Keiner nehme ich irgendwie nie mit. Jetzt habe ich zwei. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Ui. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Frage des Tages. Wen greifen wir hier gerade überhaupt an? Hi. Plop. Ach, Geff wahrscheinlich wieder. Und was hatten die hier vorher zu suchen? Oder besser, warum sind sie hier? Ach du Heiliger. Hallo? Mein armer Marco wird beschossen. Sag mal. Du blöde Drohne. Hallo? Ach da. Ja echt, ich meine die Gegner leveln mit. Ah, guck mal, jetzt Truppen, Infanteristen. Ui, ein Titan. Komm, setzen wir uns mal auf sein Gesicht. Och, ne, schade, er ist tot.
Die Dinger, was sind denn das, ey? Alien-Krabben? Ich könnte also nichts sagen. Was? Schnell speichert Fehlschlag? Ach komm schon. Kann man nicht hier irgendwie zoomen? Mann, ich wollte doch. Blockiert. Blöde Abwehrdrohne. Mein Marco geht's nicht gut. Au, jetzt. Das haben die einfach nur auf meine Panzer rumgeballert. So, kann ich jetzt bitte schnell speichern? Sekündchen. Wieso fehlgeschlagen? Was ist denn hier noch? Immer noch irgendwo ein doofer Gegner oder was? Boing, boing. Bist du Gegnerlein? Gegner? What the fuck? Okay. Normalerweise müsste man jetzt Distanz mit dem Marco immer. Fahren wir mal kurz wieder aus dem Bereich raus. Ich will ins Meer fahren. Ich will wissen, ob das geht. Danke. Blop. Das geht. Wichtige Mission gescheitert. Letzten Spielstand da. Genau. Ich wollte nur wissen, ob das geht. Ja, und direkt wieder blockiert. Ich weiß aber nicht von was. Man soll es doch auf mich schießen. Loop. Geh weg, blöde Schilde. Oh, ich brauch keine. Ich dachte schon, ich hätte es gefunden, aber nee. Fahren wir dann halt weiter. Die dürfen das nicht sein. So viel Reichweite haben wir nicht. Komm. Wir gucken uns kurz mal um. Ich glaube zwar nicht, dass hier noch irgendwas lebt, aber vielleicht gibt es hier was zu looten. Mhm. Ui, ein Gap-Schütze. Oder? Vielleicht leveln sie doch nicht mit. Das wäre ja mal wirklich was Sinnvolles. Wie gesagt, ich mag mitlevelnde Gegner so überhaupt nichts. Weil es bringt nichts. Oh. Macht Leveln allgemein obsolet. Ich habe ja nichts ge. Nein! Gewinne ist zu gering. Och Mann, ey. Ja, aber wieso kannst du nicht effektiv hacken? Muss ich doch immer Tali mitnehmen. Für die anderen Missionen immer Tali mit. Einmal Tali und wie auch immer. Ach, Hallöchen. Ramen! Boing. Schau dir den Gap-Koloss an. Oh, geil.
Das kannst du besser. Blob, ich mach's nochmal los. Ah, versinke dieses Spiel, ey. Boing. In den Poppes. Alter, wieso kannst du nach hinten ballern? Das finde ich nicht gut. Blob, blob, blob. Gefkoloss. Au. So. Ist ja tot. Alter, diese Physik. Ein Kampfläufer. Boom. Kampfläufer, boom. Ach, das ist so lustig. Boom. Boom. Nochmal, boom. Ach. Gibt nichts Besseres. So soll man das wahrscheinlich eher machen, weil die Schüsse sind so langsam. Kannst das auf viele Arten bekämpfen, aber umrempeln ist immer das noch das Lustigste. Gefkoloss! Boom! Kann ich den... Wisst ihr, was eigentlich lustig wäre? Komm, komm. Kann ich den... Ach Mann, ich würde gerne speichern und das ausprobieren. Boom. Ich möchte über die Felswand donnern. Komm. Boop. Yay. Und jetzt ist er weg. Da ist er weg. Da ist er weg. Das machen wir auch mit dem. Ach, Kicke. Sekunde. Das kriegen wir hin. Die Folge. Up. Ne. Aber selbst nicht sterben. Ach. Ah, das ist die Luftabwehrstellung. Boing. Wir müssen einen Weg finden, ihre Artillerie auszuschalten. Und das Tor aufzumachen. Ein Verwüster. Jetzt ist er verwüstet. Was? Was? Warum leckt er? What the fuck? Was ist mit dem Spiel kaputt? Es muss einen Weg geben, das Geschütz auszuschalten. Ja. Den gibt's auch. Ist jetzt die Frage nur, ob wir hacken müssen oder... Ui. Au. Was macht der da? Ob wir hacken müssen oder ob wir sozusagen einfach mal drauf schießen. Na? Flaksteuerung deaktivieren. Tor aktivieren. Boing. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Wir warten auf Ihren Befehl, Commander Shepard. Shepard! Das könnte aber auch Mami Shepard sein. Was sagt ihr denn uns? Ich hock noch irgendwo einen Geth. Hinten ist noch eine Kiste, die brauche ich. Ah, komm, der läuft 3 Schritte schon wieder müde. Das soll ein Spectre sein. Da mache ich dem ja schon Konkurrenz. Nee, hier ist doch irgendwo angeblich noch ein Gegner. Naja. Lassen wir den Geth sein. Da ist der Normandy. Hi. Hm?
Kein weiterer? Traurig. Kommt doch raus und lasst euch abknallen. Okay. Zwei auf einmal. Warte mal, das machen wir erstmal. Schildboost. Dann machen wir den da. Und böllern. Och man. Ich glaube, ich bin doch ein bisschen overleveled. Eben noch beschwert und jetzt auf einmal. Oh, upsili. Ich hatte meistens irgendwie das Gefühl, ich habe meistens jedenfalls das Gefühl in diesem Spiel, dass alle Gegner mitleveln. Ist aber anscheinend falsch. Boi. Das war das letzte Tor. Unser Weg zum salarianischen Camp sollte ab hier frei sein. Das mit dieser Dechiffrierung kriegt mich auf. Als hätte sich da irgendwer gedacht, dieses Minispiel, es ist ja nur, auch für Shepard ist es auch nur so ein Minispiel. Die eigentliche Arbeit macht irgendwer anders. Anscheinend muss Shepard einfach nur beschäftigt werden. Noch was? Kein Feind mehr? Ui. Oder fahren wir jetzt wieder zurück? Nee, so nicht. Commander, die Normandy ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Ich bin Shepard, ich sitze nirgendwo fest. Ist das salarianische Camp. Dankeschön. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, drittes Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Im Übrigen, ich darf stark bezweifeln, dass die Meilen benutzen. Weil irgendwann, vor allem in einer geeinigten Erde, werden die gerafft haben, dass Meilen oder das imperiale System das beschissenste von allen ist. Und es sind Nicht-Menschen. Die werden wahrscheinlich noch mehr Hürden haben, das Ding nicht zu benutzen. Oder ich sag ja auch nicht, hey, guck doch mal. Ich habe sieben in einem Radius von sieben. Puh, keine Ahnung, mir fällt keine bescheuerte Einheit ein. Elefantenfuß. Einfach großartig. Und jetzt? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geld. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen. Und diese Kroganer folgen Saren. Die Geths sind schlimm genug. Aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein.
Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Okay. Ach, und übrigens. Wii. Ja. Überhaupt nicht wütend. Jedenfalls. Wie wir Rex versuchen zu beruhigen, sehen wir in der nächsten Folge von Mass Effect 1. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Gab dich wohl. Bleib mir treu. Wir sehen. Tschüss. Was schaffst du?